Worauf ist es denn heute angekommen? Auf Horn. Ja, eigentlich war das eine wirklich lustige Geschichte. Ich war ja da schon nicht mehr der Jüngste, ungefähr 30 Jahre alt. Und am Neujahrstag bin ich im örtlichen Gasthof vorbeigefahren und sehe dort einen Kumpel von mir stehen mit seinem Auto und am Dach oben ein Snowboard. Nachdem ich den dann besucht habe und der nicht wirklich in der Lage war, dass er an dem Tag noch zum Snowboarden gegangen wäre, habe ich zu ihm gesagt, morgen mal doch einmal dein Snowboard. Bin dann auf die Simmernhöhe gefahren und habe meine ersten Versuche hier gemacht und die waren erbärmlich. Also unter 30 Stürze war gar nichts. Ja, also ich bin nie weiter wie 10 Meter gefahren und dann bin ich gelegen. Es hat mich aber so gereizt und es hat mir so Spaß gemacht, dass mich dann der Ehrgeiz gepackt hat und ich wirklich praktisch täglich zum Snowboarden gegangen bin. Ja, und so ist das Ganze entstanden. Und nachdem der Alex in dem Alter gerade war, wo ich ihn dann mitgenommen habe, hat sich das einfach entwickelt. Ist es dir heute gegangen? Hat dein Stockerlplatz rausgeschaut? Ja, ich wurde Zweiter. Erste Steilkurve war ziemlich schwierig. Da hatte ich einen Sturz und einmal auf einem Eisklumpen vor dem Ziel. Was sind deine großen Ziele? Ich möchte einmal bei den Weltmeisterschaften dabei sein. Jede Sportart braucht seine Homebase und unsere Homebase ist einfach die Simmernhöhe. Wir sind da groß geworden. Ich bin an meine ersten Schwünge gefahren. Mein Papa hat mir da das Snowboard beigebracht, genau auf dem Hang, wo wir jetzt unseren ersten Weltcup fahren. Und das ist einfach was Großartiges. Meine, wir waren früher eine Gruppe von Jugendlichen, die da Snowboard gelernt hat. Wir waren 6, 7 Jungs und einige Mädels dabei, die absolut nicht gewusst haben, wo die Reise hinführt. Und das war nie unser Ziel, dass wir irgendwann einmal in einen Weltcup kommen oder professionell Rennen fahren oder irgend sowas in die Richtung. Wir sind einfach gemeinsam Snowboarden gegangen. Es hat einen gratis Booster raufgegeben. Wir haben uns jeden Nachmittag da getroffen und einfach gemeinsam Spaß gehabt. Ich würde fast sagen, es war für uns also damals ein bisschen ein gesetzfreier Raum. Du hast machen können, was du wollen hast. Jeden hast gekannt. Es war einfach alles möglich. Ja. Mit der Feuer, Alex. Aus dem Klappen. Wollen wir noch besser an, ha? Super! Ja, wir waren nicht so schlecht. Ich würde sagen, wir waren zwar ein ziemlicher chaotischer Haufen in Kärnten. Wir haben die professionellsten waren wir sicher nicht. Oh Maria. Ich krieg einen Herzinfarkt. Aber es hat uns einfach Spaß gemacht. Die drei Besten des Tages sind das, nämlich Duschen, Hanna, Abhayer, Alexander und Matschnik, Christoph. Ja, da mit 7 bin ich eigentlich die ersten Rennen gefahren. War der Kurs schwierig? Ja, die ersten 2 Tore. Mit 13 war es da soweit, will ich weiter snowboarden und für mich war der einzige Weg, wo ich es machen könnte, eigentlich ins Stamms. Also da hat es einfach eine Struktur gegeben, das war jetzt nicht, kann ich mal sagen, ein bisschen eine chaotische Truppe in Kärnten und mir hat es da draußen dann getaugt und gewusst, okay, wenn es was werden soll, dann ist das der nächste Step. Und jetzt ist eigentlich 15 Jahre später und wo sind wir? Wir sind in Kärnten. Also Weltcup ist zurück, mein Papa ist der OK-Chef, der ich würde mal sagen, der macht für uns eigentlich den Weltcup und es ist einfach, ja, es ist mega. Also wir kennen dort die Leute mit der Familie und es ist auch das letzte Rennen vor Olympia für mich. Die Rennen sind größer geworden, das Umfeld ist größer geworden und letztendlich sind wir jetzt am, man kann sagen, Höhepunkt angelangt und werden auch hier ein Heim-Weltcup-Rennen veranstalten. Das bedeutet natürlich am schon viel. Ich meine, ich kenne jeden Rutscher, ich kenne jeden Arbeiter, ich kenne jeden Baum da oben fast. Die Simmernhöhe ist natürlich wahrscheinlich eines der kleinsten Skigebiete weltweit, die ein Weltcuprennen veranstalten. Es ist schön, dass dann alle quasi gemeinsam an einem Strang ziehen und dann wirklich anfangen, da einen Weltcup zu organisieren. Es sind so viele Leute, die da zusammenhelfen. Mir ist natürlich, irgendwer gibt die Initialzündung. Aber die hackeln da herum jetzt für das Rennen, das bin nicht ich, sondern ich komme dann her, sage, wow, super, das funktioniert und fahre da runter. Aber die Arbeit haben, sind viel mehr und die tun sich da wirklich was an. Und das ist eigentlich wirklich nur für uns. Und das ist schon eine große Wertschätzung, die einem da entgegengebracht wird. Die Unterstützung von der Family, von Freunden. Ich hoffe, dass viele da sind und uns da einfach pushen können. Fürs Rennen selbst wünsche ich mir einfach, wie immer, natürlich einen schönen Verlauf. Unfallfrei, so gut geht. Aber was uns bleiben wird, ist sicher die Emotion.